Das Leseforum Oldenburg e.V. präsentiert. Hallo, ich bin Hanna Seipelt und ich lese eine Geschichte aus den neuen Oldenburger Sagen. Da habe ich mir Geschichten ausgedacht zu Plätzen und Skulpturen in Oldenburg. Und hier geht es jetzt um die verwünschte Mühle. Es gab einmal vor langer Zeit eine Wassermühle in Oldenburg an der Mühlenhutte. Eine alte Geschichte erzählt von ihr. Obwohl die Mühle schon alt war, drehten sich ihre Räder unablässig, denn der Müller war sehr darauf bedacht, dass das Mahlwerk niemals stillstand. Er war hart und streng mit seinen Gesellen und verlangte dessen Einsatz stets bis in die Nacht hinein, auch an Sonn- und Feiertagen. Dem Geistlichen von der nahen Kirche gefiel das ganz und gar nicht. Er ermahnte den Müller, sich nicht zu versündigen und die Mühle am heiligen Sonntag nicht in Betrieb zu setzen. Aber der Müller war in seiner Gier nach immer größeren Einnahmen taub für solche Ermahnungen. Eines Tages nun erfuhr der Müllergeselle, dass seine alte Mutter im Sterben lag und nach ihrem Sohn verlangte, um Abschied zu nehmen. So bat der Junge seinen Meister um Urlaub. Er versprach spätestens nach 3 Tagen zurück zu sein. Der Müller hatte jedoch gerade einen großen Auftrag erhalten und mochte seinen Gesellen daher nicht freigeben. Er verlangte sogar, dass der obendrein noch eine Nachtschicht einlegen sollte. Falls der Bursche nicht gehorchte, würde er ihn ohne seinen Lohn davonjagen. Der Geselle war auf sein Geld angewiesen, um die Pflege und den Arzt für seine Mutter zu bezahlen. So biss er die Zähne zusammen und blieb. Er schuftete viele Stunden hindurch, bis er die Augen kaum noch offen halten konnte und ihm der Rücken vor Anstrengung schier zu zerbrechen drohte. Insgeheim verfluchte er den Müller und verwünschte die Mühle. Bei Sonnenaufgang war die Arbeit endlich getan. Er hielt die Mühlräder an und kühlte die Schwielen an den Händen und seine heiße Stirn mit dem Wasser der Hunte. Da kam ein Bote und brachte ihm die Nachricht, dass seine Mutter im Morgengrauen die Augen für immer geschlossen hatte. Bis zuletzt habe sie nach ihrem Sohn gewimmert, und als sie begriff, dass der hartherzige Müller ihm nicht erlaubt hatte, zu ihr zu eilen, hatte sie den Müller und seine Mühle verflucht. Den Meister ließ diese Botschaft kalt. Er befahl, die großen Mühlräder unverzüglich wieder in Gang zu setzen. Der erschöpfte Geselle blieb jedoch sitzen und weigerte sich. Die Trauer hielt ihn ganz gefangen. So öffnete der Müller selbst das Wehr, um das Mahlwerk anzuwerfen. Aber es wollte nicht gelingen. Der Mühlstein ließ sich nicht bewegen. Und das Getriebe kreischte und jaulte und gab Höllentöne von sich. Durch diesen Lärm aufgeschreckt liefen die Leute zusammen und sprachen untereinander, nun sei der Teufel in die Mühle gefahren. So sehr der Müller sich auch mühte, er konnte weder die Mühle in Gang bringen, noch das Kreischen und Knirschen und Knacken wieder abstellen. Es jaulte und schrie und lärmte 3 Tage und 3 Nächte lang so erbärmlich, dass schließlich Männer mit langen Stecken kamen und den Müller zur Stadt herausjagten. Erst als der weit hinter den Stadtmauern war, schwieg die Mühle endlich still. Der Geselle aber machte sich am gleichen Tag auf den Weg nach Zwischenahn, wo er in der Mühle am Meer einen freundlichen Meister fand. Da das Mahlwerk der Wassermühle an der Hunte seit diesem Vorfall vollständig blockiert war, ohne dass man die Ursache finden konnte, und es auch niemanden gab, der mutig genug war, das Mahlen dort noch einmal zu versuchen, verfiel die Mühle allmählich ganz und musste eines Tages abgerissen werden. Später wurde dann die Hunte an dieser Stelle zugeschüttet und nur noch der Name Mühlenstraße zeugt von diesem Geschehen. Vielen Dank fürs Zuhören.